Ah, Mann. Nice. Okay. Ich weiß jetzt, warum die sagen, man soll am Anfang ein anderes Pferd nehmen. Ich verstehe es tatsächlich jetzt. Das ist schon ein bisschen schwierig gerade. Gut, das Pferd hat seinen eigenen Willen. Da oben muss irgendwo ein Schrein sein. Okay, eine Route ist da. Oh, ein Bär. Oh. Ach so, der Bär ist gar nicht der Boss. Das ist der Boss. Ach so. Na toll. What the fuck? Oh nein. Oh, sag mir bitte, er hat gespeichert. Sag mir bitte, er hat beim Registrieren mit dem Dingens gespeichert, mit dem Pferd. Oh, hat hier gespeichert. Okay, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, dass der Bär der Boss ist. Ich wusste nicht, dass da noch so ein Riesenviech ist. Das Problem ist aber, dafür bin ich zu schwach. Also dafür bin ich zu schwach für das Viech.
Ich habe nicht genügend Ausrüstung dafür, um Platz zu machen. Ich habe weder genügend Pfeile, noch habe ich Waffen, die stark genug sind. Na gut. Ein violetter Rubin. Ja, geil. Hervorragend. Frage mich, wo der Schrein hier ist. Da oben ist er. Komme ich denn dazu hoch? Ein verrostetes Schild. Hervorragend. So, wer bist du? Hi. Was ist los? Hast du dich verlaufen? Kakoriko ist ein gutes Stück weiter im Norden. Ich selbst bin auf dem Weg zum Stall der Zwillingsberge, um dort Fleisch zu verkaufen. Ist nicht mehr weit, aber wir können auch gerne hier Handel treiben. Mein Fleisch ist von feinster Qualität. Was auch immer du nimmst, du liegst immer richtig. Edelwild und Edelgeflügel. Gönn dir mal was, sage ich immer. Okay, Edelgeflügel. Besonders große und hochwertige Keule. Man kann sie roh verzehren, aber als Kochzutat füllt sie mir Herzen auf. Okay. Kaufst du auch? Ah. Natürlich kaufe ich auch. Was hast du anzubieten? Okay. No, ciao. Ah. Auf Wiedersehen. Viel Glück auf deinem Weg. Aber sicher das. Falscher Knopf. So, gehen wir hier mal eben erkunden ein bisschen. Ich will auf den Baum da hinten hoch. Warte mal, hier ist noch Eier. So. Okay. Ich bin auf den großen Baum da drauf. Das für den Ding jetzt ist wahrscheinlich drunter, ne? Ja. Du hast mich entdeckt. Krocksamen. Tschüss. So, diesmal werfe ich den nicht auf seinen Kopf drauf.
Oh Gott, da ist eine Maschine. Oh, es sind überall Maschinen hier. Komme ich da durch, ja, ne? Okay. Okay, auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Waffen, das ist schon mal gut zu wissen. Bocklenhauer, Horn, Klack. Was haben wir hier noch drin? Achso. Meisteraxt. Dafür ist in der Tasche kein Platz. Ja, was ich sehr schade finde, ist, dass die Waffe hier fast kaputt ist. Ich finde das Schwert mega cool. Also vom Leuchten alles, aber das bringt mir nichts, wenn es gleich kaputt geht. Kann ich so gleich wegwerfen. Ha. Sehr schade. Das hier ist eine Sonnenblume da hinten. Das Problem ist, eine Sonnenblume aber ist. Ich brauche dringend mehr Pfeile. Ich frage mich, ob man irgendwann lernen kann, eigene Pfeile herzustellen. Das wäre witzig. Ah. Au. Okay. Oh no, sag mal, ich komme jetzt hier nicht weg, oder was? Oh,
Cool, ich bin festgeglitscht. Ich komme nicht weg. Kuporo kommt wohl nicht. Toll. Ha, sehr gut. Jetzt. Sehr schön. Mensch, Kuporo folgt einfach nicht. Ist unfassbar. Das ist eine Muschel oder irgendwas. Nice. Ha. Das Tolle ist, dass das hier gerade wirklich eine ganz gute Übung ist, wenn wir eh durch die ganze Welt erkunden gerade. Ist eine super Übung, das Pferd gleich richtig zu dressieren. Finde ich gut. So, ups, bei den Bergen da hinten ist nichts. Ah. Bei den Bergen da hinten ist nichts. Was ist das? Ist das die Brücke hier? Atheno-Festung. Ach, cool. Oh, hallo. Mein Name ist Pretos. Bist du auch hier, um die Atheno-Festung zu besichtigen? Ja. Ja, es lohnt sich wirklich, hierher zu kommen. Die Atheno-Festung war Athenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Ich finde, jeder sollte sie einmal im Leben besucht haben. Kennst du die Geschichte vom Ritter, der hier in der Atheno-Festung kämpft hat? Nö, kenne ich nicht. Vor 100 Jahren gab es eine Gruppe von Auserwählten, die man Recken nannte. Der Ritter, der hier gekämpft hat, war einer dieser Recken. Die anderen Recken sollen alle im Kampf gegen die große Verheerung ihr Leben gelassen haben. Nur der Ritter, so sagt man, ist hier an dieser Stelle gestorben. Manche behaupten aber auch, er sei in einen langen Schlaf gefallen, um wieder zu erwachen, wenn er gebraucht würde. Das würde wohl heißen, dass er immer noch am Leben ist. Ich überlege immer, wie aufregend es wäre, wenn er zu meinen Lebzeiten erwachte. Dann würde ich ihn unbedingt einmal treffen wollen. Ja, hi. Eigentlich unglaublich, dass sie es geschafft haben, so eine Menge von Wächtern hier aufzuhalten. Wenn es die Atheno-Festung und den Ritter nicht gegeben hätte, wäre wohl auch Atheno ausgelöscht worden. Wäre ich nur vor 100 Jahren schon auf der Welt gewesen, dann hätte ich hier an der Seite des großen Ritters gegen die Wächter gekämpft. So. Die Ritter und die Soldaten der Atheno-Festung haben ihr Leben gegeben, um uns zu beschützen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch zukünftige Generationen das niemals vergessen. Ja. Übrigens, guten Tag, ich bin der Ritter. Angenehm.
Das mit dem Bumerang funktioniert gut im Übrigen. Oh Mann. Ich will nicht jeden Baum fällen, nur mit dem ich die Äpfel krieg. Das widerstrebt mir irgendwie ein bisschen. Ja. Wie komme ich denn sonst an diese Äpfel hier ran? Gibt's da einen Trick? So, was haben wir hier? Schlafen. Okay. Hier liegt ein altes Buch. Möchtest du es lesen? Ja. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im Dunkeln. Durchbohre sie um das Siegel der, Prüfung bricht. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie um das, Siegel der Prüfung bricht. Bis abends schlafen. Ich eben kurz was trinken. Oh, hi. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das heißt wohl, irgendwo da drüben müsste es sein. Und was machst du da? Hm, wer bist du denn? Ich habe in deinem Bett geschlafen. Sorry. Ah, du hast sicher eine Frage zur Archäologie, deswegen wendest du dich an Caleb, Koryphäe der antiken Forschung. Was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede. Und wer ich überhaupt bin? Ich bin Caleb, ich habe mein Leben der Erforschung von antiken Schreinen gewidmet und bevorzuge allerdings Magister Caleb oder auch nur Magister, so nicht die meisten. Oder sollten sie zumindest. Wie dem auch sei, ich bin gerade mit dem Entziffern dieser alten Inschrift beschäftigt, daher habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Alte Inschrift. Lange Jahre lang erforsche ich dieses Thema schon. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Daher muss ich ständig auf der Hut vor Thesendieben sein, die sich meiner Arbeit bemächtigen könnten. Nicht an meine Familie kann ich von diesen Forschungen erzählen, verstehst du? Och, bitte, Magister. Magister. Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht einfach nur Caleb, sondern Magister. Und es klang auch noch so ehrlich gemeint. Nun, mit so viel Intellekt und Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, dann gebe ich dir ganz unter uns einen Einblick. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die ich zu entschlüsseln versuche. Na, siehst du jetzt ein, dass diese Arbeit den Horizont eines Laien gänzlich übersteigt? Nun weißt du, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schreine ausgraben und nachts solche Kopfnüsse knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder meiner Arbeit widmen. Setzen wir das Gespräch ein andermal fort, ja? Ach, komm schon, du bist ja wirklich nervig wie ein kleines Kind. Dabei habe ich dir doch gesagt, wie beschäftigt ich bin, diese alte Inschrift zu entschlüsseln. Das ist Grund, warum niemand Laien mag. 50 von dir. Ist ja auch nicht anders zu erwarten von jemandem, der mich als Magister verehrt. Tagsüber suche ich Ruinen, nachts studiere ich alte Texte. Deswegen brauche ich mein Bett nicht. Da kannst du also ruhig darin schlafen. Super. Also, Statue. 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 Was für eine Statue? Meine Augen. Ich finde ja, dass man sich nicht nur dem Wetter, sondern auch seiner Stimmung nach anzieht. Gerade in einer Welt wie dieser ist Mode wichtig. Gerade ist Mode wichtig. Bring etwas Farbe in dein Leben und das der anderen. Okay. So, danke, dass du gekommen bist, Kokoro. Freut mich sehr. So, welche Statue? Oh, oh.
Bocklenhorn, Bocklenhauer. So. Okay, gleich zwei Truhen. Das ist toll. Ein Opal. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Tierschild. Ja, okay. Ah, na schon. So, Spurtling. Ich frage mich, welche Statue der meint. Sehr komisch. Ist da oben irgendwas? Also hier unten auf jeden Fall eine Tür liegen. Aber ich glaube, das ist rein nur Zufall. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich mit dieser Tür soll. Diese Tür anfangen. Weil das, also normalerweise liegt hier nicht einfach so irgendwas rum, mit dem man nichts anfangen kann. Aber ich bin gerade echt irritiert. Und ich check nicht so ganz, von welcher Statue der eigentlich redet.